Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. Dienstag ist es. Die Morning News werden ermöglicht durch BBG, Europas größtem Aufkäufer von Amazon und D2C-Brands. Ja, kommen wir direkt mal zu den BBG-Facts. Das, was ich relativ spannend fand, ist, dass BBG, wenn es um die offenen Stellen geht, sie haben einen enormen Bedarf, neue Mitarbeiter einzustellen, ist von vornherein klar, dass es Homeoffice-Only-Stellen gab. Und das finde ich überhaupt extremst skurril und auch befremdlich, dass wir alle so viel Schwierigkeiten damit haben, Homeoffice anzuerkennen. Ich hatte 2004, war das, waren etliche meiner Mitarbeiter natürlich Homeoffice-Only aus einer ganz einfachen Perspektive heraus. Morgen, Christoph, aus einer ganz einfachen Perspektive heraus, nämlich der, dass wir nicht genug Büroarbeitsplätze hatten, sodass für mein Unternehmen damals, Morgen Marcel, dass damals das die optimalste Lösung war, überhaupt Mitarbeiter einzustellen. Insoweit finde ich diese ganzen Diskussionen rund ums Homeoffice extremst skurril und umso mehr gut dann die Entscheidung zu sagen, okay, Homeoffice-Only-Arbeitsplätze. Also ich denke mir, dass das ein Punkt ist, der sich auch nachhaltig, morgen Florian, morgen Patrick, nachhaltig durchsetzen wird. Die Vorbehalte, die viele haben, fehlende Kontrolle und. Ganz ehrlich, wenn ihr eine fehlende Kontrolle bemängelt, bedeutet das doch im Grunde genommen nichts anderes, als dass ihr keinen vernünftigen Arbeitsplatz bereitstellt, der auf Vertrauen basiert ist, der aber. Oh, das war beim Lernen. Der auf Vertrauen basiert ist, basiert und der im Grunde genommen den Mitarbeitern ermöglicht, anhand vernünftiger Leistungskennzahlen zu arbeiten. Wenn ihr das hinkriegt, habt ihr damit überhaupt gar keine Schwierigkeit. Ja, entsprechend habe ich auch mal wieder einen Artikel, der schon was älter ist, glaube aus vergangenem Jahr, repostet. Es geht um offene Stellen. Und zwar, viele von euch haben in den letzten Monaten und sie werden auch noch, werden ihr Business aufgeben oder sie sind im, ja, Teilzeitbereich Unternehmer und haben im Grunde genommen festgestellt, dass okay, das Ding doch nicht so einfach ist, wie es sein sollte. Trotz alledem habt ihr innerhalb dieser Zeit eine enorme Kompetenz angesammelt. Verschwendet die nicht, das ist ein Asset, das ist ein echter Asset für euch. Das heißt, ihr habt euch ja nicht nur weitergebildet, ihr habt ja auch gleichzeitig mal so richtig in eure Werte eingezahlt. Das heißt, warum sollt ihr dann, wenn ihr jetzt euch aus dem Online-Business zurückziehen wollt, unbedingt in euren alten Job zurück? Bewerbt euch auf Online-Stellen. Es gibt so unfassbar viele offene Stellen vom Marketplace-Manager, vom Amazon-Experten und. Also das glaubt ihr gar nicht. Also eigentlich seid ihr extremst gefragt. Ja, nächste News. Abmahnradar 2022. Diesmal ohne IDO. Der IDO mahnt im Moment nicht mehr ab. Das ist gut, weil die IDO war zwar nicht von den Abmahnkosten teuer, aber war halt im Prinzip recht arschig, wenn es um die Vertragsstrafen geht. Dann haben wir auf Platz 2, auf Platz 1 diesmal mit 24% den Sandhage. Naja, gut, ich meine, Sandhage ist relativ entspannt zu handhaben. Also sage ich euch ganz ehrlich, für die 50 oder 150 Euro, die sind nochmal gern und gut ausgegebenes Geld. Wenn ihr keine Unterlassungserklärung, ihr müsst keine Unterlassungserklärung unterschreiben, habt aber dafür einen Verstoß entdeckt, meine Güte, der schützt euch vor Größerem. Ja, die hauptsächlich betroffenen Händler sind tatsächlich die eBay-Händler mit 44%. 44% aller Abmahnungen betrifft eBay-Händlern. So der Abmahnradar von Trusted Shops. Findet ihr im Übrigen unterhalb des Videos verlinkt. Ja, Apotheke Otto, nein. Otto Würze Apotheke, auch nein. Otto hat ein Schweizer Healthcare-Unternehmen übernommen, tut es damit im Prinzip Amazon gleich. Amazon ist ja auch die Strategie gegangen Richtung Versicherung, auch Richtung Healthcare, sodass wir davon ausgehen können, dass die Apothekenleistungen oder
medizinische Leistungen sukzessive halt auch jetzt nicht nur von Amazon, sondern auch von Otto massiv digitalisiert vorangetrieben werden. Es wird etliche Lösungen geben. Die Frage ist jetzt die, wie könnt ihr als Händler davon profitieren? Bisweilen hattet ihr keine vernünftige Plattform, eure Produkte an den Mann zu bringen, außer ja ein bisschen Amazon, ein bisschen eBay. Da scheint sich dann jetzt nur einiges auch auf Otto zu tun. Ja, wie umgeht China die Sanktionen mit Russland? Ich meine, klar, bisweilen hat auch China sich immer darüber gefreut, Dollar einzunehmen. Das ist jetzt relativ schwierig. Russland kann mit Dollar nicht mehr zahlen. Die ersten Firmen sind ja recht pragmatisch. Okay, nehmen halt Rubel respektive Renminbi als Zahlungsmittel an. Das ist ein sehr interessanter Artikel von der South China Morning Post veröffentlicht worden. Den findet ihr auch unterhalb des Videos verlinkt. Finde ich echt krass und naja. Ja, es ist schwierig, ne? Also ich meine, klar, moralisch brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, das ist scheiße. Die Frage ist aber die, wie würden die westlichen Unternehmen reagieren, hätten sie nicht einen öffentlichen Druck? Großes Fragezeichen. Naja, okay. So, des Weiteren hat ein Security-Unternehmen einmal eine Hackergruppe untersucht, wie diese organisiert ist, Conti-Hackergruppe. Hierzu findet ihr eine echt spannende und schöne Analyse. Link dazu auch wieder unterhalb des Videos. Spektakulär ist hierbei, dass die Hackergruppe geführt worden ist wie ein richtiges Unternehmen, das die in Anführungszeichen Mitarbeiter teilweise gar nicht wussten, dass sie illegal in irgendeiner Art und Weise arbeiten und tätig sind. Das macht den Spaß aber auch so unfassbar gefährlich. Ist spannend zu lesen. Ja, Reichweite auf Facebook. Ich bin eigentlich schockiert, wie einfach es ist, Reichweite aufzubauen. Fuck. Also mittlerweile liegt meine Facebook-Fanpage auf einer Beitragsreichweite von 2,8. Also knapp 2,9 Millionen, rund 500 Follower mehr bekommen, sowohl auf meiner Facebook-Fanpage wie halt auch auf meinem Profil, durch eine extremst einfache Strategie. Irgendein scheiß Video von TikTok runtergeladen, was so ein bisschen viral gehen könnte und ein bisschen verändert und zack, dann sowohl als Reel auf meinem Profil, wie auch als Kurzvideo und aber auch als Reel auf der Fanpage veröffentlicht. Was bedeutet es? Das bedeutet, okay, zum einen Achtung, Urheberrecht. Das Urheberrecht ist hier, sagen wir mal so, der Knüppel. Das heißt, ich begehe ganz klar einen Haufen an Urheberrechtsverstößen, weil das darf ich so, glaube ich, nicht. Wir müssten mir jetzt die Nutzungsbedingungen angucken von TikTok, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so nicht zulässig ist. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, klar, kann irgendwann mal abgemahnt werden. Das Risiko challenged man für sich. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass das Experiment extremst hilfreich ist. Wenn ihr also das im Kontext eures Business, eurer Produkte seht, ganz andere Baustelle, kann das fantastisch viel Sinn machen. Insbesondere weil die Risikoabwägung hier in diesem Falle, denke ich mir, sehr positiv für euch ausfällt. Aber denkt daran, prüft noch einmal die Urhebersache. Ja, das war's mit den Morning News. 8 Minuten. Ich wünsche euch einen richtig geilen Dienstag. Habt Reibach bis zum Abwinken und ich freue mich auf euch auf morgen. Bis dann. Tschüss.